Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video hier auf dem Kanal. Es geht um eine weitere Team of the Season Prediction. Dieses Mal ist die Liga Nord dran, beziehungsweise die portugiesische Liga. Ich habe das gestern schon vorbereitet, also am Freitag, und heute Morgen, also am Samstagmorgen, kam dann aus einem Trader-Discord, in dem ich bin, die Meldung, es ist tatsächlich am Montag das Liga Nosch, welches in die Packs kommt, und da ist doch mal perfektes Timing mit der Prediction, die man machen kann. Ich habe nicht das ganze Team auf Foothead hier gefüllt, das ihr seht, ich habe hier, ja okay, da ist noch einer von der Serie A, die Reserve ist leer und auf der Bank nur 4, ich habe 15 Spieler genommen, weil normalerweise vom kleinen Tots, außer der EFL, das waren ja 3 Ligen, nehmen sie 11 Spieler jeweils in die Packs rein. Ich habe jetzt auch mal 15 genommen. Vielleicht so in der Hoffnung, weil die Liga Nosch und die Eredivisie, die dann auch noch kommt, bisschen bessere Ligen sind als die Super League. Und ja, wir gehen mal kurz die Spieler durch. Wir haben sehr, sehr viele Offensiv- und Flügelspieler. So ist halt das portugiesische Spiel. Ich habe die Prediction zusammen mit jemandem gemacht, der Portugiese ist und der die portugiesische Liga verfolgt, regelmäßig verfolgt, und er hat mit mir zusammen diese Prediction gemacht. Und wir gehen mal auf die Bank, dort haben wir einen Engländer von Vitória Guimarães, den Edwards. Ja, es ist nicht so die Burner-Karte, wenn man ehrlich ist. Ich kann ganz kurz auf Food bin, sonst das Team speichern, wenn ich es denn finde. Wo habe ich es? Ah, ich hab's nicht im Offen wegen den Skill-Moves und so. Edwards, ja, ist keine spezielle Karte, muss man nicht groß was zu sagen. Dann die zweite Karte ist Trinjau von Sporting Braga. Auch seine Karte wäre jetzt nicht wirklich gut oder spielbar, sagen wir mal. Dann hätten wir einen Linksverteidiger mit Colli von Famalicão. Die sind ja, soweit ich weiß, aufgestiegen, Famalicão, und spielen eine sehr, sehr gute Saison. Die sind, glaube ich, im oberen Drittel der Tabelle vertreten. Und Colli als Linksverteidiger macht dort einen guten Job. Leider hat er nicht so eine angenehme Nation. Das heißt, er wäre sehr schwer zu linken. Man müsste ihn entweder mit linken mit den beiden Spielern Mané als Flügel und Koulibaly als Innenverteidiger. Sind so die beiden einzigen Senegalesen in FIFA, die was können. Oder halt mit portugiesischer Liga. Aber ansonsten wäre das eigentlich für einen Linksverteidiger eine stabile Karte. Ja, der hätte die Füße, der hätte das Pace, der hätte auch ein ordentliches Passen und Dribbling. Für eine 88er Karte wäre das sicher nicht schlecht. Ich denke mal, dass es so um die 88 wird. Dann, gemäß meinem Informanten, den besten Flügelspieler dieser Saison. Wieder jemand von Sporting Braga, Ricardo Horta. Er hat gesagt, er gehört eigentlich in die Startelf. Ich habe ihn jetzt aber auf die Bank gepackt wegen Rating und so. Er meinte, Horta hat eine überragende Saison gespielt. War der Beste der Liga auf den Flügelpositionen. Ja, aber es ist halt nicht wirklich eine interessante Karte mit so. Klar, 2 Stats über 90 wäre es sicher nicht schlecht, aber es gibt halt Besseres, auch vor allem hier in der Startelf. Da kommen wir auch direkt zu der Startelf. Im Tor wird es wahrscheinlich wie letztes Jahr Odysseas Vlachodimos, weil er die meisten Clean Sheets hatte. Ich bin jetzt nach diesem Stat gegangen. Ich denke, es wird Vlachodimos oder Vlachodimos, wie er auch heißt. Und wie letztes Jahr wäre er wahrscheinlich unbrauchbar. Dann kommen wir zur ersten richtig spannenden Karte. Das könnte, nee, das habe ich noch vergessen anzupassen. Das wäre rechtes Mittelfeld, und zwar Jesus Corona vom FC Porto. Er hat zwar oft als Rechtsverteidiger gespielt, aber mein Informant sagte mir, gemäß der portugiesischen Datenbank, ist er mehr offensiv als defensiv gewesen diese Saison. Die Karte wäre extrem geil, weil Corona, ja, das ist natürlich ein unglücklicher Name für einen Fußballspieler im Moment, der hat 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Also den könnte man im Sturm einwechseln, und das wäre ungefähr was wie ein Mbappé für Arme, sage ich jetzt mal. Der hätte ein geiles Dribbling, oder man kann ihn auch auf der 8 spielen oder als Rechtsverteidiger, wenn man unbedingt will. Aber oder als 8er, als 10er, wo auch immer man will. Der hätte halt die Allrounder-Stats, und das wäre halt richtig nice bei ihm. Das wäre sicher eine geile Karte, die wahrscheinlich nicht,
Ja gut, nicht billig ist vielleicht übertrieben. Ja, vielleicht so um die 150k, halt wegen den 5 Sterne oder sogar 200. Dann kommen wir zu den Innenverteidigern. Die sind meiner Meinung nach beide uninteressant, weil sie einen extremen Pace Boost bekommen müssten, um spielbar zu werden. Einerseits Margano vom FC Porto. Der hätte zwar überragende Defensive und Physis-Stats, aber sein Pace, der hat halt kein Inform, nichts. Sein Pace auf der Grundkarte ist 65. Der bräuchte halt einen ordentlichen Pace-Schub wie bei Busquets oder Maguire, damit er spielbar wird. Das gleiche bei Ruben Dias, der ist auch so, glaube ich, im 60er-Bereich. Der Rest wäre richtig geil bei ihm, defensive Physis. Es wäre so ein richtiger Brecher hinten. Aber das Pace halt könnte bei ihm eventuell, je nach Boost, den er kriegt von EA, nicht wirklich geil sein. Dann kommen wir zur wahrscheinlich besten Karte dieser Liga, die wahrscheinlich um die 400-500k kosten wird. Jedes Jahr ist er dabei, Alex Tejes von Porto. Ja, ist, wenn er die Karte so kriegt, einer der besten Linksverteidiger im ganzen Spiel. Wenn nicht der Beste, auch wenn es einen Davis-Tots gibt, aber bei Tejes weiß man halt, der war immer stark, sein Headliner ist stark, er war letztes Jahr brutal, als er noch den Perfect Link mit Eder Militao hatte, und er wird auch dieses Jahr als Tots richtig krass werden, wenn der nur annähernd so kommt. Also auf die Karte kann man sich freuen, und da könnte man sich auch freuen, wenn man den in den Player Picks hätte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich ihn hätte in den Player Picks nächste Woche. Dann kommen wir mal zum ZM, weil es sind zwei uninteressantere Spieler. Der eine ist Balinha von Braga. Der hätte halt, als Sechser wäre er sicher geil, aber das Pace wieder. Das Pace ist leider schade. Beim seinem Gegenüber, Rakitić, habe ich da genommen, ebenfalls vom Aufsteiger Famalicão. Der könnte, wenn EA Bock hat, in die Rillit Gang kommen. Und das wäre dann ein cooler Allrounder. Als Serbe hätte er, also als Serbe in der portugiesischen Liga, nicht die geilsten Möglichkeiten zum Linken. Auch könnte man keine grünen Links von den portugiesischen Topvereinen mit ihm nehmen, weil er halt bei Famalicão spielt. Man müsste ihn halt wirklich in eine komplette Ecke packen mit Icons und portugiesischer Liga. Oder man muss ihn um serbische Spieler rumbauen. Könnte man vielleicht sogar ein bisschen machen, wenn man es hat. Jovic Moments vorne, im linken Mittelfeld ein Kostic Tots, im ZM noch ein Milinkovic Savic Tots, der wird wahrscheinlich einen Tots kriegen. Ja, es gibt Möglichkeiten, aber es gibt Angenehmeres. Aber es könnte trotzdem eine coole Karte werden. Da kommen wir mal zum rechten Mittelfeld. Ist immer wieder schade, ist er im rechten Mittelfeld statt als ZOM, aber er spielt halt wirklich oft auf dem Flügel. Pizzi von Benfica Lissabon. Das wäre eine absolut geile Karte. Er hat, glaube ich, 4 Sterne, wenn ich mich nicht täusche. Lasst mich mal ganz kurz gucken auf Footbin, was Pizzi hat. Er hat nur 3-Sterne-Skills. Okay, das macht ihn dann wieder ein bisschen uninteressant. Ich würde aber sagen, im ZOM als Supersub könnte der echt nicht schlecht sein. Ich meine, 89 Pace, ja, geht besser. Aber man kann ihn auch auf 8 spielen. Gib ihm Shadow. Kann man das machen? Ihm so einen Shadow geben, einen Cam-Style? Nee, das kann man hier leider nicht. Man kann aber rechnen mit einem Shadow. Ich kann mal gucken, wie die Boosts bei seiner Inform-Karte wären. Mit einem Shadow plus 9 Defensive und plus 12 Pace. Also man, ja, es wäre natürlich nicht so krass beim Dots. Aber mit einem Shadow könnte man ihn auf mindestens 96 Pace pushen und 88, 89 Defensive. Als 8er oder als ZOM dann, so als Allrounder, ist sicher eine coole Karte, trotz 3 Sterne Skills. Er hat die 4 Sterne Weakfoot, was dafür wieder ein bisschen attraktiv ist. Dann der linke Flügel, das wäre eine weitere 99 Pace-Karte. Der hat aber, glaube ich, auch nicht 4 Sterne. Er war schon nominiert fürs Most Consistent Tots. Er hat 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot und ist Rechtsfuß. Er war ja nominiert fürs Most Consistent Tots. Daher gehe ich schwer davon aus, wenn er dafür schon nominiert war, dass er auch im normalen Tots ist. Und zwar Rafa von Benfica Lissabon. Ja, als Supersub sicher ordentlich mit seinen 99 Pace. Wäre wahrscheinlich auch nicht der teuerste. Gibt Besseres, gibt Schlechteres. Da kommen wir zu den Stürmern. Dann nehmen wir zuerst Paulinho von Braga. Paulinho, der hat, ich kann es euch gleich sagen, was er hat.
wahrscheinlich auch nicht die interessantesten Stats. Er hat 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot. Er wäre so vom Stil her wahrscheinlich wie ein Suarez, einfach ein bisschen in schlechter. Er hätte die Füße, er wäre so ein richtiger Brocken vorne. Er hätte halt die Balance und Beweglichkeit wahrscheinlich um die 85, so rum. Also eher unspielbar. Und dann der letzte, das ist der beste Spieler der Liga, gemäß meinem Informanten, Vinicius von Benfica Lissabon. Er ist der Topscorer der Liga, er hat aber leider nur 3 Sterne Skills und 2 Sterne Weak Foot. Die Stats würden natürlich überkrass aussehen, aber eben 3 Sterne, 2 Sterne. Vielleicht geben sie ein Upgrade auf 3 Sterne, 3 Sterne. Dann könnte er ähnlich spielbar sein wie Markus Thuram trotz, weil Vinicius ist 1,90 groß. Hat halt eine Balance, wenn er einen Tots kriegt, von maximal 70. Weil sein Inform, ich schaue gerade auf den Inform, der hat 46 Balance und 69 Beweglichkeit. Wäre also nicht die geilste Karte. Nichtsdestotrotz würde uns die portugiesische Liga mit Tejes und Corona und eventuell auch Pizzi und Rafa und vielleicht auch Racic, sagen wir mal, Tier 1 wäre Tejes und Corona, Tier 2 Pizzi, Racic, Rafa, würden sie uns doch die ein oder andere interessante Karte geben. So, das war's von der Prediction, die ging jetzt länger als erwartet. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder zu einem Livestream oder wenn das Video online kommt, streame ich vielleicht schon oder später. Das entscheide ich spontan. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abonnement da oder einen Daumen hoch oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Und nächste Woche gibt es dann noch die League Prediction und die Eredivisie Prediction. Und dann auch noch die Prediction von der Major League Soccer, also der MLS. Und wenn alle Tots durch sind, natürlich die Prediction fürs Ultimate Tots. So, und natürlich noch andere Videos, Rewards etc. etc. Vielleicht noch ein SBB, mal gucken. Lassen wir uns überraschen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß in der Weekend League. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Tschüss.